da hinten. Machst du oder soll ich? Du kannst. 3, 2, 1. Ich hab schon längst. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei uns auf der Grünfelder Landwiesen hier. Alle am Reiten auf den Geulen hier. Alter, aber das hat ein Hindernis. Muss man hier über alle drei drüber springen? Nein, einer reicht. Das ist gut. Vor, zurück, vor, oder was? Ah, okay. So, jetzt Zielgerade. Und dann ist hier eine lange Gerade und dann... Fliegender Start, ne? Nee, kein fliegender Start. Ach, schade. Sonst wäre ja ein bisschen unfair. Geht's direkt los. Nee, hier vorne stoppen. Okay. Ja, bei der Linie, ne? Also... Hast du den Rückwärtskämpfen gefunden? Alle nebeneinander, genau. Ja, als ob der Müller das nicht rafft. Du kannst auch zurück, vorwärts und dann... Müller, die Ersten werden die Letzten sein. Ja, als ob ein vierten Getriebe hat, Kollege. Natürlich. Herr Müller, ja, Bio-Getriebe. Linie. Danke. Weiter zurück. Jetzt bist du gleich disqualifiziert. So? Hast du einen Knick in der Optik? Wo ist denn bei dir die Linie? Da machst du einen Knick in der Pupille. Und reiß nicht so an dem Zügel rum. Das ist ein Pferd, kein Pferd. Hengst, keine Maschine. Kein Hengst. So, es kann losgehen. Nee, kannst nicht. Na, oh, egal, wenn du falsch rumstehst. Wann geht's denn los? So. Wartet. Wie viele Runden müssen wir denn? Eine. Eine? Oder wir können auch zwei machen. Nein. Mein Gaul hat lieber ein Problem. Eine, okay. Also... Ja, den Reiter, das ist das Problem. Okay. Getriebe auf die. Was? Nein. Ach so, Alter, jetzt mach mal hin, ne, da. Auf die Plätze, fertig, los. So, ich habe mich jetzt mal ausgemutet, dass die anderen mich nicht hören, weil genau das ist es. Ich. Ja, super. Das ist das Problem, dass man sich da locker easy. Was kannst du eigentlich? Mehr als du. Nee. Doch. Gegenseitig behindern kann. Weiten also die anderen nicht. Hören mich jetzt gerade nicht. Oh. Hui. Oh, genau das ist das Problem. Man behindert sich da jawohl. Gegenseitig. Erster. Weiter. Schenk dir aber ganz dicht im Kofferraum. Ja. Oh, ja, das genau. Disqualifiziert den. Wie bei der Formel 1. Den Müller mal schön ein. Ausgebremst hier. Hier müssen wir ein bisschen Sekunden. Langsamer. Wir sind auf dem vierten Platz, nicht? Wenn ich das richtig sehe. Hast sehen. Nicht abgekürzt. Boah, nice. Das war ja nur in Schlinger gekommen. Vierter Platz, da vorne ist der Björn. Ja, sieht ganz Race gut aus für den Racex, ne? Barola! Oh, Björn könnte ich noch kriegen. Zieh mal die Zügel zurück. Wie bei gehört, der Formel 1, von außen nach innen. Und jalla. Ich hab gehört, das soll noch einen guten Boost verschaffen. So, eine Kurve noch. So. Innen. Und jetzt wird's sehr knapp, ob ich bin den sie dann... ab! Ja, man hat sich ein UFO gekauft. Alter, ich werd vierter, ey. So Mist. Ja, Maruna, ziehen Sie den Ziegel zurück. Striegel, Ziegel. Ja, den Ziegel. Ich zieh dir gleich einen Ziegel übers Dach, ey. Erster. Zweiter. Innenbahn. Oh, Mann. Ah. Schade. Mensch. Razex, pass doch auf, wo du hinläufst. So, Achtung. Ah. Das war knapp. Schade, schade. Herr Schärfst Blaubeer. Du? Sie haben ja schön nochmal Gas gegeben, hin? Ne? Ist er das überhaupt? Doch, der hier ist das, gell? Auf dem Schimmel ist der Blaue. Auf dem Schimmel? Er hat auch ein blaues Hemd an. Wer war denn dann der Grüne vor mir? Herr Müller. Also, ich hätte mich auch vorbeilassen können. Schade. Aber schön war's. Was kriegt denn der vierte Platz? Gar nichts, tatsächlich. Und der erste? Ach, Mensch. So, und der fünfte? Ich lese jetzt die Preisvergabe vor. Ich hab gehört, der fünfte kriegt... So, jetzt... Klappe halten.
So, der dritte Platz bekommt ein 20-Euro-Gutschein. Entweder bei 20-Euro-Gutschein. Ja, geil. 20% meine ich, sorry. Das klingt schon besser. 20-Euro-Gutschein. Ja, auf eBay. Brauchst du, glaube ich, bei Landmaschinen nicht zu kommen. Zweiter Platz, 20% Gutschein beim Landmaschinenhändler. Entweder beim Lukas. Hatten wir nicht gerade eben 20% Gutschein? Das war ja für Landhandel. Ach so. Und danke, dass ich immer unterbrochen werde, Mensch. Und jetzt, also zweiter Platz bekommt 20% Gutschein bei Landmaschinenhändler, entweder beim Müller oder bei mir. Ja, und noch 5.000 €. Ich leg noch eine Tüte Gummibärchen drauf. Und der erste Platz bekommt ein Eicher. Also wenn ich bei mir komme. Ein Eicher, bist du wahnsinnig? Jawohl! Halt sag mal, Razix, was geht bei deinem Pferd eigentlich schief? Und der hat irgendwie und Zuckungen. 10.000 €, so. Geil. Kannst direkt für den Kredit behalten. Die 10.000? Ja. Ja. Schreiben wir direkt auf, ne? Ja. Wie sieht's beim Winnen aus? Auch direkt für den Kredit, oder? Ja, nimm mal direkt für den Kredit. Wenn du bei mir kaufst, leg ich dir noch eine Tüte Gummibärchen drauf. Für den Gutschein. Dazu muss ich mir aber noch ganz stark überlegen, wegen der Bemerkung mit Johnny. Johnny habe ich nichts gegen gesagt. Achso, doch. Doch, du hast Spaß gesagt, John, die ist scheiße. In Sachen Geschwindigkeit. Sound ist gut. Ja, das war's denn auch schon, ne? Oh, okay. Da, wo ist mein Eicher? Der steht, wenn du im Museum. Dahin. Boah, geil. Da aus dem Museum gestohlen. Bei der Halle da hinten. Da ganz hinten. Du kannst runterkriegen? Was? Soll ich ihn nach Hause bekommen? Da steht ein LKW plus Tieflader. Ach, darf ich mir holen? Ja. Danke dir. Aber auch ein gemeiner Dings bringen, ne? Für Polizei. Nein, nee, Gemeinde. Alter. So, wer will alles mitfahren? Alter, der Lukas wird beim nächsten Mal disqualifiziert, wenn irgendwas wieder stattfindet. Direkt aufschreiben. Ey, wo soll ich den hinstellen, Norman? Den Tieflader? Ja. Warte, wo bist du? Warte. Den Tieflader danach und den LKW dann auf den Gemeindehof stellen. Ach, stimmt. Ja, jo, mach schon ich. Wieder vergessen, oder wie? Ja. Wann mir dran gedacht, dass den noch gibt. So Leute, bis denn. Bis denn. Oh, tschüss, meine Herren. Warte, ich hol dich gleich. Du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Warum? Nein. Neumann hin, hier stehen noch Pferde rum, ey. Mit solchen Pferdebesitzern, da baust du nichts. Komm, put. Ach so, nee, das geht ja. Rote Hü. Ich glaube, die Pferderennbahn, die muss noch ein bisschen mehr in Betrieb genommen werden. Kann mal gucken, ob da vorne noch einer ist. Ja. Warte mal, ich wollte den Neumann nochmal anrufen. Der ist ja noch beschäftigt. Und ich werde tatsächlich jetzt dieses Gefährt hier gleich beim Händler wieder abgeben.
der Jürgen mal wieder, das war ja klar. Sie hier nicht hinter dem doofen Fendt herfahren. Full Gas. Sieht man mal wieder, wer nicht Auto fahren kann. Den Björn, den kriege ich auch noch. SLU fährt vorne noch weg. Okay. Es wäre zu viel Risiko, den Björn da jetzt noch zu holen. Es war ja so klar, dass der gegen das Schild fährt. Wow. Erster. Im Pferderennen verloren, aber wenigstens beim Autorennen Erster. So, ich weiß jetzt nur noch nicht. SLU. Ich muss nur aufpassen, da vorne kommt ein Blitzer. Wäre sonst ein bisschen teuer, glaube ich, mit 120 hier reinzufahren. Vollidiot. Voll in Blitze rein. Alter, Wendekreis wie ein Elefant. Was ist eigentlich für eine Werkbank, ey? Ist ja eine Miniatur. Hallo? Hallo. Wo bist du denn? Den Dinger hier kannst du gleich wieder verscherbeln. Ja, ich guck mal, was er meint, dazu sagen. Ja. Sonst, ich kann dir auch schon mal sagen, was er bringt. Jo, sag mal an. Muss mal kurz noch telefonieren. Jo. Version. Telefon jetzt wieder. Ah. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, servus, Folge hier. Mein Abfahrer, der Abfahrer, wir Abfahrer, kommt der nochmal zum neuen Feld, 102? Nee. Bräuchte ich aber nochmal, falls der noch Zeit hat. Gerade ist tatsächlich schlecht. Ja, danke ihr. Gut, weiß ich Bescheid. Gerade 600 Euro noch an Steuern hier. Ah, jo, überweise ich dir. Übrigens, den Dinger, den würde ich stehen lassen. Den Pferderennenplatz. Jo. Vielleicht kann man da mal nochmal was machen. Gut, bis dann mal. Müssen wir mal schauen. Tschö. Ja. So, Müller, was ist los jetzt? Was bringt die Schüssel? 30.102 Euro. Ja, machst du. Okay. Ja. Warte. Muss telefonieren. Tschüss. Diesel. Jo, bist du gerade beim Händler vorbei? Beim Händler? Nö, warum? Da ist auch gerade ein Johnny vorbeigefahren.
Nee, das bin ich nicht. Wer war denn das dann? Okay, danke, tschüss. Tschö. Nee, der war das auch nicht. Hallo. Hier am Blaubeer. Herr Blaubeer, sind Sie gerade beim Händler vorbeigefahren? Ja. Dann stopp. Das war ein John Deere, oder? Das war ein John Deere, ja. Ist das mein John Deere? Nein. Mist. Ich dachte, das wäre... Das ist unser. Oh, Mist. Ich habe eine Mitfahrgelegenheit gesucht, aber dann wird das wohl nichts. Ja, leider nicht, nee. Schade. Danke, tschüss. Ja, gerne, tschüss. So ein Mist. Ich gehe nochmal zu dem Helden da drüben. Der werkelt aber ganz schön. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Ach, da sind sie ja. Ja. Hätten Sie ein Fahrzeug für mich, was ich mir bei Ihnen ausleihen kann? Kommt drauf an, was für was. Ich muss zu meinem Feld und zwar flott. Ich bring sie. Gut, danke. Da steht aber noch ein Kunde, glaube ich. Charlie? Ah, nee, das war der Charlie, ja, stimmt. Sie dürfen sich auch gerne in den Baum setzen. Ja. Ich soll bei Ihnen in ein Auto steigen. Ja. Okay, das kann ja sehr hart werden. Gut. Dann bin ich mal gespannt, ob der Herr mich zum Hof, zum Feld bringt oder ob wir dabei verunglücken. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.